1944 nach Europa zurückging, kam er zuerst nach Paris. Nachts auf der Place de la Concorde stand er und weinte. Er vermisste Benjamin. Benjamins Paris gab es nicht mehr. Für seine Freunde war das alte Europa untergegangen. Eigentlich gibt es Frankfurt am Main nicht mehr. So sah es Adorno. Aber er wollte immer zurück. Für Benjamin und seine Freunde war gemeinsame Erfahrung und Erkenntnis ein Ausblick auf Utopie. Das Gedächtnis ging in Kreisen auseinander. Es gibt nichts Vergangenes, sagt Viktor Shklovsky, den Benjamin schätzte.